Gerne, Dirk. Die nächste Frage hat Beate Müller-Gemmecke, Bündnis 90, die Grünen. Ist es wirklich richtig, dass beim Regelsatz für Kinder und Jugendliche beispielsweise die Kosten für Malstifte, für einen Regenschirm oder für Handys nicht vorgesehen ist, sind? Und ist es auch richtig, dass es kein Geld dafür gibt, dass Kinder im Sommer mal beispielsweise mit Freunden ein Eis essen gehen können? Und wenn das so stimmt, sind Sie dann der Auffassung, dass so tatsächlich gesellschaftliche Teilhabe und das Existenzminimum gesichert wird? Nun, das ist alles richtig. Das wissen Sie auch. Die Frage, die Sie daran anknüpfen, ist das gerechtfertigt? Und ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben auch ganz viele Leute, die in Arbeit sind und die wenig Einkommen haben, vielleicht nur Mindestlohn, die genau die Probleme auch abwägen und eben auch nur eingeschränkt Teilhabe wahrnehmen können. Und ich denke, das ist deswegen ein grundsätzliches Problem. Wir haben versucht, auch mit der Möglichkeit, dass man beim Bildungs- und Teilhabegesetz gerade für jungen Leuten Schulausflüge und Mittagessen und anderes zu unterstützen. Auch Nachhilfe wird mittlerweile finanziert in diesem Bereich. Das sind alles Maßnahmen von uns, um genau diese Teilhabe, von der Sie reden, auch umzusetzen. Aber das hat natürlich auch Grenzen. Und es ist nicht schön, wenn ich das sagen muss. Das hat nicht nur Grenzen, weil der Bundesfinanzminister da vielleicht weniger Geld hätte, sondern weil es auch natürlich um die Relation geht zwischen denen, die wir hier unterstützen, über den SGB-II oder SGB-XII-Regelkreis und denen, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten und vielleicht keine hohen Löhne und keine hohen Einkommen im Monat haben. Genau diese Gruppe von Menschen ist in ihrer ist tatsächlich eingeschränkt in ihrem, das mögen Sie anders sehen, aber das ist meine feste Überzeugung, dass wir auch das insgesamt betrachten müssen. Kollege Paschke.